Ja, hallo Leute, ich darf euch hier zu meinem allerersten Let's Play begrüßen. Mein Name ist Jörg und in-game bin ich Master Killer. Wir spielen hier Escape from Tarkov, das ist die Beta-Version. Und klicken uns hier schon mal so ein bisschen durchs Menü. Ausrüstungstechnisch brauche ich hier, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist so ein bisschen eine Wissenschaft für sich. Jeder, der sich mit dem Spiel beschäftigt hat, weiß da ein bisschen Bescheid. Wir spielen die Map Customs. Und gehen auf jeden Fall in den Online-Raid. So, also jetzt startet der Raid. Ich bin hier mit recht minimalistischer Ausrüstung in den Raid gestartet. Ich habe nur eine Pistole und ein Messer und halt natürlich ein Magazin. Rucksack und so habe ich eigentlich gar nicht dabei. Ich habe natürlich in meinem Grundinventar noch nicht so viel Ausrüstung, deswegen versuche ich jetzt mit die Variante einfach mit wenig Ausrüstung zu starten und im besten Fall nachher mit viel Ausrüstung aus dem Raid rauszugehen. Am Anfang muss man sich natürlich immer auch mal auf der Map so ein bisschen zurechtfinden, wenn man spawnt, beziehungsweise wo man gespawnt ist, einfach nur um sich so ein bisschen ein Bild zu machen. Wo man sein könnte. Man kennt natürlich nach einigen Versuchen die Maps so ein bisschen, das geht dann recht schnell. Aber einen kurzen Augenblick dauert es einfach. So, hier sind wir jetzt schon mal vor, bis zur Bahnlinie gekommen. Ich habe mich jetzt hier so nach und nach nach vorne durchgearbeitet. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe das hier jetzt alles nachsynchronisiert, weil ich habe einen Versuch gestartet mit direkt sprechen und aufnehmen. Das ist allerdings nicht gut gegangen, weil ich mir hat dann doch einfach die letzte Konzentration gefehlt. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, machen wir es einfach mal so. Ich bin ja noch ein Anfänger, sag ich mal, was das Spiel betrifft. Und da braucht man einfach die volle Aufmerksamkeit. Hier sind jetzt gerade auch schon Schüsse gefallen. So, hier habe ich mich jetzt auch nochmal auf die andere Seite des, sag ich mal, Spawn-Bereichs durchgearbeitet, weil ich ungern über die Brücke oder direkt bei der Brücke über die Fluss, über den Fluss gehe, sondern lieber da hinten so ein bisschen in Deckung. Jetzt habe ich natürlich das Glück, dass ich das gemacht habe, weil ich hier hinten natürlich jetzt auch den ersten Loot gefunden habe. So, hier wechseln wir jetzt die Flussseite Richtung Busdepot. Das kommt dann da hinten. Da wird einiges schon geschossen. Ich halte mich da so ein bisschen zurück gerne. Bin, glaube ich, da eher der sichere Spieler. Lass die anderen die Arbeit machen und hol mir dann, was noch zu holen ist. Natürlich muss man dazu sagen, mir fehlt natürlich auch noch so ein bisschen die Übung. Und die Gegner sind ja schon harte Brocken, also die KI-Gegner, die Scavs, gegnerische, richtige Spieler, sehen da wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aus, aber das werden wir bestimmt auch noch früh genug rausfinden. So, mein Loot-Verhalten, wie ihr sehen werdet, ist vielleicht auch noch so ein bisschen durcheinander. Aber am Anfang, man weiß einfach nicht so wirklich, was muss ich jetzt mitnehmen, was ist viel wert, was ist vielleicht nicht so viel wert, was bringt mir was für den Raid. Es ist einfach am Anfang.
Man nimmt halt irgendwie was mit, was einem der Meinung nach viel wert ist oder einem der Meinung nach viel bringt. So, wir sind jetzt hier schon Richtung Busdepot unterwegs. Was mir ein bisschen zum Verhängnis wird, ist, dass es jetzt mittlerweile schon dunkel wird. Ich habe jetzt am Anfang eigentlich schon so viel rumgetrödelt, dass das jetzt wirklich schwierig wird. Ich habe keinerlei Nachtsichtgerät oder irgendwas überhaupt in meinem Inventar. Da werde ich mich jetzt ein bisschen durchprügeln müssen. Muss mich hier langsam vortasten. Immer mal zurückschauen, falls vielleicht dann doch noch einer von hinten kommen sollte. So, also wir sind jetzt hier am Busdepot angekommen. Hier liegen auch schon die nächsten Leichen rum. Die muss ich unbedingt looten. Richtung Tankstelle hat man auch noch einiges an Schüssen gehört. Also ich bin hinten dran, aber nicht so weit weg. Es wird auch unaufhaltsam, immer dunkler. Das wird langsam richtig unangenehm, weil, wie ihr seht, sieht man nicht mehr wirklich viel. Vor allen Dingen ohne das Nachtsichtgerät. Da vorne liegt jetzt der erste. Schön geschmeidig hinlegen natürlich. Wenn es schnell gehen muss, tut man natürlich sich die Rüstung schnappen und dann erst durchsuchen alles. Ganz wichtig, eine Brille. Also ich finde die Grafik ja, muss ich sagen, echt hübsch, aber dieses Abendrot, also gerade hier auf Customs, morgens sieht es eigentlich ähnlich aus, finde ich aber doch dann fast wirklich ein bisschen übertrieben von der Optik her. So, jetzt geier ich hier über die Straße drüber, nächste Leiche, die gefarmt wird. So, die erste AK, da fühlt man sich natürlich dann gleich wesentlich besser mit sowas. Aber ich wollte gerade sagen, habe ich hier nicht geschnallt, dass das Rig besser ist als das, was ich hatte, aber ich habe es Gott sei Dank doch bemerkt. Ja, mit diesen ganzen Schlüsseln, da muss ich auch schon mal rausfinden, was da für was ist und also quasi wohin jeder Schlüssel hingehört. Ja, die AK, die fühlt sich natürlich gleich viel, viel besser an.
Also hier das gleiche, die Rüstung oder das Rig ist nochmal besser als das, was ich schon hatte. Da bin ich hier kurz ein bisschen ratlos gewesen, wie ich mit dem ganzen Loot jetzt umgehen soll. Also ich habe jetzt mittlerweile, das Video ist schon ein paar Tage alt, bin ich ganz ehrlich. Schon natürlich ein paar Runden mehr gespielt jetzt in den Tagen, auch schon mit meinem Bruder zusammen. Also zusammen macht's richtig Spaß, noch viel, viel geiler wie allein. Wenn man dann natürlich mal den richtigen getötet hat, da kann es sein, dass man ausrüstungstechnisch da schon voll ins Schwarze trifft. So, ich sehe jetzt, dass da vorne einer ist, aber ich war da ein bisschen verunsichert, weil da war mir nicht sicher, ob da vielleicht irgendwie der Buggy hängt oder keine Ahnung was. Ob ich überhaupt schießen soll. Also war schon sehr, sehr komisch. Total verunsichert. Jetzt Schritte hinter der Mauer. Jetzt habe ich gedacht, jetzt musste ich schnell vom Acker machen. Weil das war mit sicher oder mit großer Sicherheit kein Scav, sondern ein gegnerischer Spieler. Ich habe gedacht, in der Dunkelheit kann man sich dann schon mal hier ins Gebüsch legen, falls sie mich tatsächlich irgendwie verfolgt oder so. Um dann vielleicht beim Schießen den entscheidenden Vorteil zu haben. So, Stimme von links. Hat mich etwas überrascht. Natürlich genau im richtigen Moment. Munition leer. Lass mal hier kurz ein bisschen in Deckung gehen. Dann habe ich jetzt mittlerweile gelootet und jetzt geht es hier eigentlich, ich weiß gar nicht wie das heißt, rechts ist jetzt schon das Endgebiet. Da vorne, das ist glaube ich der UN-Truck, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da sieht man ja auch nur so ganz silhouettenweise die Gegner. Also wirklich nur ganz, ganz leicht. Naja, das sind die Tücken der Steuerung am Anfang kurz. Also es ist einfach bei der Dunkelheit so gut wie unmöglich, da ordentlich zu spielen. Vor allem ohne Nachtsichtgerät, also alles andere mit Nachtsichtgerät wäre das natürlich schon machbar. Hab schon Videos gesehen, da sieht man ja dann doch einiges mehr. Hier habe ich mich eigentlich dann dazu entschieden, ganz sneaky peeky mich da durchzugeiern. Gar niemand groß noch, vor allem die Leiche hier vor mir, überhaupt gar nicht zu beachten. Schnell durch den Mauervorsprung durch und schnurstracks zu dem hinteren Ausgang. So, hier sind wir jetzt dann ganz hinten an der Bahnlinie, vorne links ist der Ausgang. Um noch zu sagen,
Das ist mein erstes Video, also verzeiht mir, wenn da vielleicht einiges noch verbesserungswürdig ist. Habe ich mir jetzt im Nachhinein auch schon gedacht und auch gesehen. Dieses Reden, es ist alles so ein bisschen natürlich am Anfang schwierig. Und ja, aber wer sich das Video bis jetzt angeschaut hat, dafür danke ich. Und ja, ich sag verdammt oft und M, ich weiß. Aber ich vermute mal, wenn man da so ein bisschen drin ist, wird sich das über die Zeit auch ein bisschen legen, wenn da eine gewisse Routine reinkommt. Genauso wie mit dem Schnitt und mit dem Ton. Ich muss mich mit dem ganzen Schnittprogramm auch nochmal genauer auseinandersetzen. Das war jetzt, wie gesagt, der erste Versuch. Und hier sind wir jetzt am Ausgang. Immer schön die Tür zumachen. Hoffen, dass keiner ums Eck steht und einen noch schön abfahren will. Und hier haben wir die gefühlt längsten 10 Sekunden, die man sich vorstellen kann. Ansonsten danke ich, wer jetzt noch dabei ist und sich das Video bis zum Ende angeschaut hat. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. So, und zum Schluss noch das Obligatorische, wem es gefallen hat, darf gerne einen Daumen nach oben geben. Und wer vielleicht durch das Video neu auf den Kanal gekommen ist, darf natürlich auch gerne ein Abonnement da lassen. Danke und bis bald.